Mal zur Unterscheidung: Leiter, Halbleiter, Nichtleiter und auch Supraleiter. Braucht man bei Kryotechnik zum Beispiel. Aus der, sagen wir mal, Sekundarstufe 1, Schulphysik, kennen wir alle. Leiter gibt es, die leiten den Strom. Deswegen heißen sie so. Typisch dafür sind alle Metalle. Naja, nicht ganz. Manche Metalle, zum Beispiel Germanium oder Silizium, sind Halbleiter. Die leiten nicht so richtig. Die leiten mal ja und mal nee. Deswegen sagen wir Halbleiter. Und die stehen zwischen den Leitern und Nichtleitern. Und Nichtleitern sind Keramikglas oder so oder Plastik oder Gas oder Vakuum. Ja, schön. Gleich mal zu den Supraleitern. Supraleiter, die haben einen Widerstand, der gegen Null geht. Der ist eigentlich wirklich Null. Beziehungsweise umgekehrt, wir wissen ja, die Leitfähigkeit, guckt nochmal auf die Links, ne? Wer Leitfähigkeit jetzt nicht weiß, in den Links, da könnt ihr ruhig draufklicken, kurz nochmal nachgucken in den Videos, das bleibt hier stehen und wartet hier auf euch. Beziehungsweise die Leitfähigkeit ist, beziehungsweise unendlich gut. Ne? Also die bieten den Elektronen praktisch keinen Widerstand. Ja. Leute, das ist eigentlich nur quantenmechanisch erklärbar und das lassen wir jetzt mal weg. Nebenbei, Supraleiter können durchaus alle Metalle sein, aber auch Keramiken können supraleitend werden oder Kohlenwasserstoffe. Aber unterhalb der sogenannten Sprungtemperatur, die liegt im Allgemeinen bei den Supraleitern erster Ordnung bei 4 Kelvin, also das ist kurz vorm absoluten Nullpunkt, beziehungsweise man sagt auch heiße Supraleiter dazu, die zweite Art, da liegt schon bei minus 70 Grad Celsius ungefähr, also bei 200 Kelvin. Das jetzt mal weggelassen. Nochmal kurz zur Erklärung: Aus der Schulphysik wissen wir, die haben freie Elektronen. Die Halbleiter, die haben auch freie Elektronen, aber nicht ganz so frei. Und die haben auch dotierte Löcher. Das sind dann fehlende Elektronen. Das sind aber keine echten Ladungsträger, sondern da fehlen bloß Elektronen. Und die Nichtleiter, die haben ganz, ganz, ganz wenige freie Elektronen. Und deswegen ist das so. Deswegen leiten die nicht so richtig. Achtung, wir müssen bei den Leitern noch unterscheiden, welche die elektronenleitend sind und ionenleitend. Gut. Dürfte nicht so gefährlich sein, das bis dahin. Jetzt versuchen wir mal ein bisschen wissenschaftlichere Erklärung. Und zwar gehe ich mal ganz kurz nochmal atomar gesehen auf das sogenannte Bender-Modell ein. Aber vorher ganz kurz, wir kennen das Bohrsche Atommodell, Atomkern und auf Bahnen, Kreisbahnen nahm man an, schwirrten entsprechend einem bestimmten Energieniveau die Elektronen hier frei rum in einer Wolke. Das ist jetzt nur ein Schnitt durch ein Atom. Mittlerweile wissen wir aber, es gibt Orbitale. Orbital heißt Aufenthaltsort. Orbitalmodelle, hier habe ich zum Beispiel aus Wikipedia mal das Bild, so schön kann ich es gar nicht malen, von einem 4P-Orbitalmodell genommen. Ich gehe aber trotzdem zurück nochmal zum Bohrschen Atommodell. Denn das lässt sich dadurch leichter veranschaulichen. Wenn ich sage, in einem Festkörperverband, also Metalle sind ja auch Festkörper, sind ja die Atome relativ dicht gedrängt aufeinander in einem festen Verbund. Naja, warum soll es dann nicht auch passieren, und das passiert wirklich so, dass sich die Nachbarelektronen, also von diesem Atom wäre das zum Beispiel eins und von diesem wäre das in der Nähe gleich hier. Warum sollten die sich nicht auch gar treffen, beziehungsweise kurz vorm Treffen noch wieder abstoßen? Das heißt aber, dass sie sich gegenseitig Energie verleihen, sodass die Elektronen auf ein höheres Energieniveau gebracht werden. Das heißt also, die schwirren etwas weiter außenrum als sonst, als gewöhnlich. Das ließe sich hier anhand des Orbitalmodells relativ schwer darstellen. Ich habe jetzt diese Darstellung mal noch ein bisschen so als nebeneinander aufgereihte Atome genommen, so dass man sagt, das sieht aus wie so ein Band. Aber das Bender-Modell, das ist eigentlich noch was ganz anderes. Das Bender-Modell, das sagt sich einfach, wohlgemerkt, der Zustand soll jetzt bei absoluter Nullpunkttemperatur, also 0 Kelvin darstellen, dass, wenn ich mal praktisch eine Art riesengroßes, schönes Koordinatensystem hätte. Ich lasse mal die X-Achse weg, die würde jetzt nur stören. Dann habe ich hier so ein gewisses Energieniveau. Also das ist ein Teilausschnitt aus einer Bahn, mal rechteckig dargestellt. Dann habe ich in den einzelnen Orbitalen eine gewisse Anzahl Elektronen. Bei Alkalimetallen, zum Beispiel bei Natrium,
ist das Valenzelektron, sagt man auch, oder Außenelektron kennen wir auch das Wort, ist das ein in einem etwas erhöhten Energieniveau. Ich lasse jetzt mal die ganzen 3P, 3S und so weiter Bezeichnungen weg, die würden jetzt nur verwirren. Das heißt aber, das ist schon quasi leitend, dadurch ist das relativ frei. In typischen Metallen ist es gar so, dass hier sind wieder die typischen gebundenen Elektronen, die relativ nah am Atomkern sind. Und hier habe ich schon mal in einem nächsten Energieniveau schon weitere Elektronen, die auch leiten können und durchaus auch welche, die in dem sogenannten, man sagt auch zu diesem Ding hier Leitungsband, das rote Leitungsband. Bänder, wie gesagt, weil ich das jetzt ganz stark vereinfacht habe und nur einen Ausschnitt aus einer Elektronenbahn genommen habe, die ich rechteckig dargestellt habe. In Halbleitern bei T gleich 0 Kelvin habe ich dieses Elektron überhaupt nicht im Leitungsband. Ganz im Gegenteil, die sind alle festgebunden. Aber bei Energiezufuhr, zum Beispiel Licht oder Wärme sind übrigens elektromagnetische Strahlung. Licht, Photonen, Wärme, nicht sichtbare Photonen für uns jedenfalls. Da ist es schon so, dass sich diese Elektronen durchaus mit ins Leitungsband befördern können und schon werden die Biester leitend hier. Bei Nichtleitern, da kann ich machen, was ich will, da kann ich auch Energie zuführen, da sind alle Elektronen festgebunden und man hat hier, man sagt auch dazu, so eine Art Energielücke. Also hier gibt es kein Energieniveau dazwischen, wo Elektronen hineintreten könnten, so wie hier zum Beispiel. Das ist hier absolut unmöglich, hier eigentlich auch, bis auf bei Energiezufuhr, dann ist es möglich, dass das Elektron diese Lücke überspringt. Und daran liegt die unterschiedliche Leitfähigkeit. Supraleitung kann ich jetzt so auf diese Art und Weise nicht erklären, würde zu weit führen und ich gebe auch zu, ganz verstanden habe ich sie nicht. Die Supraleitung. Ich kenne die Phänomene, also die Erscheinungen und so weiter, aber naja gut. So, Leute, wie gesagt, hier oben waren immer die Links und jetzt zum Schluss gebe ich nochmal weitere Links, damit man auch ein bisschen gucken kann, wie es weitergeht oder was noch alles in den Playlists vorhanden ist und so weiter und so fort. Gut, ich hoffe, dass ich zum Verständnis von Leitung, Nichtleitung oder Halbleitung etwas beitragen konnte, auch schon mal auf ein bisschen höherem Niveau. Und ich, ja, wünsche euch alles Gute. Bis später, bis zum nächsten Video. Tschüss.